Herzliche Grüße aus dem westlichen Polen, Pommern, aus der Oberförsterei Cebellino. Ja, es ist September, das Warten hat ein Ende. Jetzt zieht es jeden passionierten Jäger im Laufe des Septembers ins Revier zur Brunft. Uns natürlich auch. Und wir sind jetzt den gesamten September wieder mit der Kamera dabei. Sie kennen es ja schon vom letzten Jahr, unser Videotagebuch. Es hat uns sehr viel Spaß gemacht. Wir haben uns ein bisschen was einfallen lassen. Sie sehen das, es gibt keine Tafel mehr. Die Meldung über Wetter bekommen Sie jetzt elektronisch. Und unser Gewinnspiel. Die kleinen Flaschen. Passen Sie gut auf. Täglich werden wir Ihnen die kleinen Flaschen irgendwo verstecken. Heute ist es ja einfach. Heute ist es einfach. Sie haben sie gefunden, aber es war auch heute nur eine. Sie können also heute aufschreiben, eine Flasche für den 2. September. Aber warten Sie es ab, es wird schwieriger. Wir werden mehrere verstecken in unterschiedlichen Situationen. Na, ich hoffe, es macht Ihnen Spaß. Im Vorfeld vom September haben wir wahnsinnig viele SMS, Mails und auch telefonische Glückwünsche bzw. Wünsche für den September bekommen. Alle, die an uns gedacht haben, die uns wünschen, Weidmanns Heil wünschen, die uns Glück wünschen, all denen vielen Dank. Wir werden sie nicht aufzählen jetzt, ich hatte es erst vor, aber wir würden sicherlich einen vergessen und ihm somit irgendwem wehtun. Also bitte allen vielen, vielen, vielen Dank, die an uns denken, die uns täglich verfolgen, und wir werden sie hoffentlich nicht enttäuschen und auch tolle Berichte wiederbringen. Grüße sende ich nur an meine Familie. Ihr habt jetzt 4 Wochen sturmfreie Bude. Nutzt die Zeit. Ich vermisse euch schon jetzt. Nun kommen wir zur Brunft aktuell. Was gestern Abend los gewesen ist, haben Sie ja schon gesehen. Gleich im Anschluss kommt die Frühpirsch. Ich bin einfach nur überrascht und natürlich auch begeistert, wie der Brunftverlauf jetzt schon im Gange ist. Das war im letzten Jahr nicht so. Sie können ja gerne nochmal zurückklicken. Nein, so gut war es noch nicht. Am 1. bzw. heute 2. September. Tolle Brunft, und das berichten auch die anderen Reviere. Polanow hat das berichtet, Podanin berichtet das. Und auch die ersten Masuren-Reviere haben Ähnliches gemeldet, wobei es in Masuren natürlich noch nicht so weit ist, wie hier im westlichen Polen. Also, jetzt kommen die 10 von heute Morgen, und ich hoffe, dass Sie uns jetzt täglich weiterverfolgen und schön die Flaschen suchen, denn Sie haben es, glaube ich, gesehen, es lohnt sich. Das ist ein tolles Gewinnspiel, tolle Preise. Also, seien Sie jetzt immer dabei. Ich freue mich auf Sie. Bis dahin.